Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen von Oskar am Freitag TV, sind Sie tätowiert? Nun, die Wahrscheinlichkeit dafür ist groß, denn ein Fünftel der Deutschen hat ein Tattoo. Die neue REACH-Verordnung schränkt das Ganze aber etwas ein. Was das bedeutet für Kunden und auch für die rund 7000 Studios in Deutschland, erfahren wir heute vom Exclusive Tattoo Studio. Gehen wir also mal rein. Hi! Hi, ich bin der Andi. Nimm Platz. Ja. Andi, danke, dass du dir heute für uns Zeit nimmst. 2010 hast du dieses Studio gegründet. Jetzt gab es Anfang des Jahres allerdings Änderungen. Was waren das? Erzähl mal. Aber das ist eine Verordnung, die REACH-Verordnung der Europäischen Union für Tätowierfarben in Kraft getreten. Das heißt, es wurden bestimmte Stoffe in Tätowierfarben verboten bzw. die Grenzwerte geändert. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass die meisten Tätowierfarben, die wir vorher benutzt haben, nicht mehr benutzt werden durften. Was bedeutet das für den Kunden jetzt direkt? Er muss jetzt erstmal keine Panik haben. Also es geht, Farbtätowierungen gehen wieder. Ja, das ist machbar. Es gibt wieder konforme Farben, die jetzt diese Richtlinien dieser REACH-Verordnung erfüllen. Ja. So, wollen wir mal reingehen? Ich denke, ja, sehr mal. Gerne. So, hier ist unser Beratungstresen. Gehen wir einfach mal hier durch. Ich zeig dir mal hin den Arbeitsraum. Ja. So, das ist meine Seite. Das ist dann, das ist von alles entsteht. Das ist meine Seite, wo meine Tattoos entstehen. Das ist von meinem Kollegen hier. Okay. Ja. Euer Name ist Exclusive Tattoos. Ja. Was ist so der Stil? Habt ihr so einen direkten Stil, den ihr hier versucht, in eure Kunden zu bringen? Ja, meine Geschichte selber ist so ein bisschen schwarz-weiß realistik. Yeah. Ja. Diese Maschine, dann hast du... Aber jetzt schau, das ist ja mittlerweile alles Einweg. Ja. Ich mach's mal auf. Das sind so Einweggriffe. Ja, ich mach das mal so. Dann wir jetzt hier mal so, nehmen wir mal eine Nadel. Ja, das wäre jetzt eine Maschine. Da vorne sieht man die Nadel. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ja. Kriegst du noch mal eine Armlehne? So, komm mal her, dann kannst du das hier noch mal drauflegen. So. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt auch mal. Ne, wir nehmen mal an, wir tätowieren dir mal die Hand, oder? Dann legst du das hier drauf und dann können wir dann eigentlich loslegen. Also, was wünschst du dir jetzt vielleicht auch für die Zukunft dieser Entwicklung? Also ich habe erstmal grundsätzlich jetzt nicht so die Bedenken, dass wir langfristig jetzt arge Probleme haben. Wie gesagt, es gibt mittlerweile schon konforme Farben. Ja? Und ich hoffe einfach nur, dass es vielleicht, wie gesagt, grundsätzlich alles ein bisschen offener wird, ein bisschen mehr offen dargelegt wird von beiden Seiten jetzt auch, von der Politik sowohl als auch von den Farbherstellern, dass die sich vielleicht dann auch mal schneller dazu äußern und vielleicht auch schneller reagieren drauf. Ja. Ja? Aber ansonsten kann ich jetzt eigentlich für mich nur sagen, ich habe jetzt nicht so die Bedenken, dass das jetzt langfristige Effekte hat. Weil wie gesagt, das hat sich jetzt schon mit diesen Farben alles ein bisschen relativiert. Es gibt schon konforme Farben. Von daher denke ich mal, dass das alles wieder in geordnete Bahnen läuft in den nächsten 1, 2, 3 Monaten. Ja. Liebe Zuschauer und Zuschauer, Sie sehen also, es ist zwar eine unsichere Situation, aber es gibt schon einige Alternativen. Und ihr werdet auf jeden Fall da vielleicht hoffentlich auch keine großen Konsequenzen davon tragen. Deshalb bedanke ich mich trotzdem, dass ihr uns heute so einen kleinen Einblick gegeben hatten, das derzeitige Berufsleben mit der Verordnung. Und auch bei ihm bedanke ich mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Ihre Dana Volkert.